Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Prognose. Es ist 10 Uhr morgens an diesem Sonntag. Gestern, ja, Wahnsinnsfinale in der Bundesliga. Ja, ich habe wirklich richtig, richtig mitgefiebert. Und ich muss sagen, ich hätte Dortmund ein bisschen mehr gegönnt. Aber am Ende haben sie sich selber zuzuschreiben, dass sie eben nicht gegen Mainz gewinnen konnten. Und Bayern, ja, man muss mal wieder sagen, Bayern hat dann halt doch die Oberhand behalten und sich die Schale zum, ich glaube jetzt 11. Mal in Folge wiedergeholt oder 12. Mal. Und ja, und heute gibt es ja meine Prognose für den 30. Spieltag in der 2. Liga, an dem auch noch einige Entscheidungen getroffen werden können, beziehungsweise eigentlich nicht mehr so viel. Unter anderem geht es noch um den direkten Aufstieg. Wer steigt direkt noch hinter Darmstadt auf, die ja schon als Aufsteiger feststehen, als sozusagen Meister, was wir hier ja in der Tabelle sehen können. Wobei theoretisch Heidenheim auch noch Meister werden kann, beziehungsweise wenn sie heute gewinnen, werden sie Meister, dadurch, dass sie die bessere Tordifferenz haben. Und ja, dann auch noch geht's hoch her unten im Relegationsrennen um den Abstieg. Da kann Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld noch ja auf den Relegationsplatz abfallen. Das alles werde ich jetzt für euch mal wieder durchtippen. Und es gibt noch eine weitere schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber ja, unser ja, Torwart Marius Gesbeck wird sehr, sehr wahrscheinlich jetzt zu Hertha zurückgehen. Ich habe gelesen, dass er sehr gerne wieder zur Hertha in seine Heimat will. Finde ich ein bisschen schade, aber ich bin gerade echt ein bisschen sad. Aber ja, müssen wir mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Und ja, wir gehen direkt rein mit dem ersten Spiel. Führt gegen Darmstadt. Und wenn Darmstadt gewinnt, dann haben sie natürlich die Meisterschale sicher. Da kann dann Heidenheim in Regensburg machen, was sie wollen. Nichtsdestotrotz tippe ich auf ein 3-1 Auswärtssieg für Darmstadt. Führt ist in der Tabelle 12. Hat immer mal wieder ganz gute Spiele, aber auch immer mal wieder ganz ja, schwache Auftritte. Und ja, dann kommen wir als nächstes schon zu unserem Gast gegen St. Pauli. St. Pauli 4. Wir sind 7. Und wir wollen natürlich am Ende vor dem FCK in der Tabelle stehen. Und ja, St. Pauli, ja, wirklich ein sehr, sehr cooles Team. Ich mag die sehr, mehr als HSV auf jeden Fall. Könnt ihr euch eventuell denken mit den ganzen Duellen, die wir da gegen die HSVler hatten. Naja, ich tippe dennoch ein 2-1 für St. Pauli, weil sie sind schon in einer sehr starken Form und hätten ja fast noch den Relegationsplatz erklimmen können. Ja, aber ich denke, dass wir jetzt auch nicht wirklich unzufrieden sein sollten, wenn wir hier nicht gewinnen heute. Ja, also dann Paderborn gegen Nürnberg. Und das ist auch schon wieder so ein Spiel, da Paderborn 5. Ist, Nürnberg 14. Boah, schwer. Am letzten Spieltag, Rostock hatte sich in Nürnberg den direkten Klassenerhalt gesichert, mit einem 0-0, mit einem torlosen Remis. Und ja, deswegen, ich tippe mal eine 2-0 für Paderborn. Und ja, dann Hannover gegen Kiel. Ja, Hannover 9., Kiel 10., das heißt direkte Tabellennachbarn. Und ja, beide Teams in keiner so schlechten Verfassung. Deswegen, ich tippe mal auf ein torreiches Spiel und sage mal, es wird ein, ja, was wird's denn? Ein 3-2 Auswärtssieg für Kiel. Und ja, Rostock gegen Braunschweig. Rostock ja gerade in einer sehr, sehr guten Form. Die letzten 6 Spiele, glaube ich, nicht mehr verloren. Und da spiegelt auch die Tabelle wieder. Man ist von Rang 17 auf Rang 12 vorgesprungen. Und auch hier glaube ich, dass sie ja, gegen Braunschweig gewinnen. Und zwar mit einem, ja, 2-1. Und ja, ich finde Rostock auch einen sehr sympathischen Verein. Sandhausen gegen HSV, fieber ich natürlich auch ein bisschen mit. Und ja, hier tippe ich auf ein 4-1 für den HSV. Und damit werden sie Stand jetzt direkt aufgestiegen. Aber es kommen ja noch Regensburg gegen Heidenheim. Regensburg am letzten Spieltag in Braunschweig.
2-1 gewonnen. Trotzdem ist man eigentlich schon so gut wie abgestiegen. Und ja, ich tippe auf ein 0-3 für Heidenheim. Das heißt, der HSV muss doch in die Relegation mit den 66 Punkten, die sie ja geholt haben. Und ja, hier sehen wir auch nochmal, Regensburg steigt also endgültig ab. Und jetzt haben wir noch Magdeburg gegen Bielefeld. Das müsste das vorletzte Spiel sein, das ich hier jetzt tippe. Und ja, auch Magdeburg in ja, 2023 sich ordentlich berappelt, viele gute Spiele gespielt, unter anderem den HSV geschlagen. Dann gab es aber so eine Niederlage gegen Sandhausen, glaube ich, war es, die sie dann ein bisschen ausgebremst hat. Dennoch, ja, irgendwie finde ich, Bielefeld gehört auch nicht in die dritte Liga. Klar, es ist jetzt kein mega Traditionsverein. Da könnt ihr mir aber auch gerne widersprechen. Wie gesagt, auch alle Tipps, die ich hier abgebe, sind wahrscheinlich nicht alle so in echt. Also die werden wahrscheinlich nicht alle so in echt eintreten. Aber dennoch, ja, könnt ihr auch gerne wieder eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und hier tippe ich ein ganz knappes 1-0 für Bielefeld. Wobei, ich weiß nicht. Doch, ich tippe mal ein 1-0 für Bielefeld. Und das würde bedeuten, dass Nürnberg mal wieder in die Relegation muss. Irgendwo sind sie ja eigentlich so ein Verein, der in die erste Liga gehört, aber sie kriegen es dann halt nicht auf die Reihe, diese Punkte dann auch immer zu holen. Und das letzte Spiel, Kaiserslautern gegen Düsseldorf. Und da hoffe ich natürlich, dass wir am Ende vor dem FCK landen. Und deswegen, ich tippe mal auch auf ein, was tippe ich denn, auf ein 2-1, dadurch, dass wir auch hier letzte Woche das Derby gewinnen konnten, was mich sehr gefreut hat. Stadionvlog auch auf meinem Kanal, könnt ihr euch noch sehr gerne anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, 2-1 mein Tipp, das heißt, wir werden 8., Kaiserslautern 9. Und ja, das waren meine Tipps. Darmstadt wird Meister, Heidenheim steckt direkt auf, HSV muss in die Relegation. Ich habe ja dann getippt, also was ja auch jetzt in echt eingetreten ist, Stuttgart muss in die Relegation, wahrscheinlich dann gegen den HSV, wenn es nach meiner Prognose hier aussieht. Genau, St. Pauli 4. und hier unten in Sandhausen ist ja schon letzte Woche abgestiegen. Regensburg steigt auch endgültig ab, Nürnberg Relegationsplatz und Braunschweig sichert sich knapp wegen dem 3 Tore besseren Torverhältnis den Klassenerhalt. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann, wie gesagt, schon gestern bei der Bundesliga-Prognose, habe ich schon erwähnt, mit FIFA-Content in den nächsten Tagen. Bis